sind wir denn noch zu retten? Unsere Welt geht zugrunde. Erderhitzung, Müllberge, Ausbeutung und Egoismus. Wir vergeuden unsere Rohstoffe, ohne nachzudenken. Plastikverpackungen und Wegwerfprodukte sind an der Tagesordnung. Niemand denkt nur eine Sekunde darüber nach, was wir unserem Planeten durch so rücksichtslose Handlungen antun. Wir kaufen und werfen weg. Kaufen und werfen weg. Jedes Jahr werden unzählige Tonnen an Kaffeebechern mit Plastikdeckeln produziert und weggeworfen. Ganz zu schweigen von den Bergen an Lebensmitteln im Müll. Tonnen an Kleidung werden billig gekauft und dann nicht einmal getragen. Jedes Jahr werden unzählige Tonnen durch unsere ignoranten Kaufgewohnheiten sind wir der Motor für menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Dessen sind wir uns wahrscheinlich gar nicht bewusst. Temperaturen schnellen in die Höhe, Hitzewellen und tropische Nächte. Dann schießen die Temperaturen wieder in den Keller, Hagelstürme und Dauerregen. Wer soll das denn noch aushalten? Das Schützen unseres Klimas ist längst zur Überlebensfrage geworden. Wir müssen aufhören, CO2 in die Luft zu blasen, müssen dafür sorgen, dass sich unsere Erde nicht noch mehr erhitzt. Jedes Zehntel Grad zählt. Anstatt für mehr Grün zu sorgen, pflastern wir die Bodenflächen zu, betonieren und asphaltieren, ohne nur darüber nachzudenken, ob vielleicht Wiesen, Bäume und Pflanzen die besseren Alternativen wären. Wir brüten in immer unerträglicheren Räumen und Gebäuden und nehmen scheinbar ohnmächtig hin, dass wir unter den stetig ansteigenden Temperaturen leiden und nicht mehr klar denken können. Wir müssen alle gemeinsam anpacken, um das Klima, um unsere Erde zu retten. Aber tut jemand was? Eigentlich sollten vor allem die Schulen und Bildungseinrichtungen aufwachen und aktiv werden. Es geht um unsere Zukunft. Wir sind die Generation, die anpacken sollte. Wir müssten unsere Talente einsetzen und das Bewusstsein schaffen, dass Wandel möglich ist. Aber es tut sich ja nichts. Alle schauen nur zu. Niemand tut was. Niemand? Statt abwarten, anpacken!